das Midsommersportfest hier auf Hauptstadtsport TV. Top-Zeiten und Top-Leistungen auf Top-Niveau. Das ist die 29. Charlottenburger Midsommernacht. Beim traditionellen Sportfest des Sportclubs Charlottenburg geben Berlins Top-Athletinnen und Athleten noch einmal alles und beweisen ihr Können auf Wettkampfniveau. Ich bin nicht 100% zufrieden. Ich wäre gerne noch ein bisschen schneller gelaufen. Gerade jetzt so die 23 natürlich vor dem Komma hätte ich schon gerne mal gesehen. Aber dafür muss dann vielleicht auch alles stimmen und kommt vielleicht noch. Natürlich darf auch sie nicht fehlen, Alisa Schmidt. Diesmal nicht gewohnt über die 400, sondern über die 200 Meter am Start. In einem spannenden Endlauf und einer Zeit von 24,15 Sekunden kann sie sich zwar gegen Aziza Beiti aus Libanon und Sophie Paul vom LAC Berlin durchsetzen, unterliegt aber Skadi Schier vom Sportclub Potsdam um 0,02 Sekunden. Ursprünglich hätte auch Topsprinterin Lisa Marie Croyer an den Start gehen sollen, verletzte sich allerdings in ihrem Vorlauf über die 100 Meter. Ich habe es leider nur in den Ergebnislisten gesehen. Ich war da noch nicht hier, aber es ist auch eine Freundin von mir, von dem her hoffe ich, dass es ihr gut geht und dass sie sich schnell erholen kann. Besser hingegen läuft es an diesem Abend für James Adebola. Nachdem er schon den Vorlauf über die 100 Meter für sich entscheiden kann, lässt er auch seiner Konkurrenz im finalen Lauf keine Chance und kann mit einer Zeit von 10,36 Sekunden sogar eine neue Bestzeit aufstellen. Ein Fingerzeig in Richtung Deutsche Meisterschaften, die in anderthalb Wochen stattfinden. Also mein Kopf war sehr aufgeregt und ich musste sehr mit meinen HDS kämpfen, dass ich ein bisschen ruhig bleibe am Start, nicht so aufgedreht bin. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich kann eigentlich nicht ruhig bleiben. Ich drehe mal auf und nimm das zu meinem Fokus, zu meiner Leichtigkeit. Zwar wird er nicht bei den Finals vertreten sein, dafür aber bei den internationalen deutschen Meisterschaften der Paraleichtathletik ein Wochenende zuvor. Ali Lassin. Stolze 6,34 Meter springt er in seinem zweiten Versuch und somit auch seine Saisonbestleistung. Für den ersten Platz reicht es leider nicht ganz. Diesen sichert sich der Däne Daniel Wagner mit 7,14 Meter. Zufrieden kann Ali aber trotzdem sein. Ziel war auf jeden Fall, über 6 Meter zu kommen, weil ich absolut nicht fit bin. Und das habe ich auf jeden Fall gut hinbekommen mit 4 Sprüngen. Und 4x über 6, ja, kann man machen. Nach den Ergebnissen des Midsommersportfestes steht auf jeden Fall eines fest. Die Athletinnen und Athleten des SCC sind bereit für die Finals am 25. und 26. Juni. Und genauso wie beim Midsommersportfest soll es dort auch für sie weitergehen. Top-Zeiten und Top-Leistungen auf Top-Niveau.